Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und steht bei Lieferando ganz oben auf der Agenda. Es ist ein wichtiges Differenzierungsmerkmal geworden und wird auch zunehmend von der Kundschaft nachgefragt. Mit der gesetzlich beschlossenen Mehrwegpflicht hat das Thema natürlich nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen. Wir arbeiten dafür mit Rebol, Vital und Relevo zusammen, deren Mehrwegschalen unsere Partnerinnen in ihre Lieferando-Menükarte online einbinden und anbieten können. Bei der Auswahl eines Mehrwegsystems gilt es, mehrere Faktoren zu beachten. Zum einen sollte man sich überlegen, möchte man selbst ein Mehrwegsystem einführen, das heißt selbst Mehrwegbehältnisse anschaffen und das komplette System entwickeln, möchte man sich einem regionalen System anschließen, sogenannten Insellösungen, oder möchte man sich einem deutschlandweiten Poolsystem, wie wir das anbieten, anschließen. Die Konsumentinnen bestellen immer häufiger und regelmäßiger online, mit flexiblen Arbeitszeitmodellen auch immer mehr werktags und zu mittags. Sie achten viel mehr auf Gesundheit und Umwelt. Sie bestellen mehr vegetarisch und vegan und sie verlangen nachhaltige Verpackungen. Mein persönlicher Tipp für die Gastronomiebetreibenden ist, keine Scheu vor dem Thema Mehrweg zu haben, denn es bietet auch viele verschiedene Chancen. Und ich empfehle jedem, selbst einmal die Rechnung aufzumachen. Wie viel gibt man aktuell am Tag in Einwegverpackungen aus und was zahlt man auch für die Einwegverpackungen? Das Ergebnis ist oft erschreckend, aber es zeigt auch, wie viel Einsparpotenzial wir durch Mehrweg haben. Auf der internen Orga freue ich mich vor allem auf den direkten Austausch vor Ort mit der gesamten Branche. Zudem hoffe ich, dass wir Vorurteile und etwaige Hemmnisse aus dem Weg räumen können, und ich freue mich darauf, beratend zur Seite stehen zu können. Im Bereich Packaging und Delivery erwarten euch unsere Expertinnen und beraten euch gerne zu allem rund ums Liefern und Verpacken. Besucht uns in Halle B im Obergeschoss.